Wir schauen uns jetzt schnell eine Übung an dazwischen. Ich werde jetzt einige Dinge kurz erklären, was das Ziel ist. Dann werde ich kurz sagen, wenn ihr weiterarbeiten wollt, dass ihr dann stoppen sollt, weil den ersten Hilfeschritt werde ich dann schon machen, bevor ich dann euch das Ganze übergebe. Und im nächsten Video werde ich das Ganze dann erklären, wie es geht. Also, gut. Folgende Aufgabe. Ich habe ein Feld, ein Bildschirm. Und ich habe einen Kreis, der beliebig sich bewegen kann. Die Idee ist, der Kreis bekommt eine Startrichtung, so. Und wenn er an die Wand ankommt, geht er nach den Gesetzen von Einfall, Ausfahren, Winkel zurück, geht dann hier weiter und so weiter und bewegt sich eigentlich wie eine Billardkugel, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und das macht er die ganze Zeit. Einfach schrittweise geht ihr das weiter. Gut, das ist jetzt mal die Aufgabestellung. Ich denke, ihr könntet das meiste schon machen. Der braucht keine Schlaufen selber, also keine While- und Vorschleifen. Überlegt euch, wie das geht. Stoppt hier. Für den Fall, dass ihr jetzt noch hier seid oder weiterhört, möchte ich euch den ersten Tipp geben, wo ihr dann weiterkommen könnt. Wie bewegen wir das? Wir haben vorher schon gesehen, dass innerhalb des Draws können wir in X-Richtung einfach den X-Wert vergrößern, überprüfen, ob er hier ankommt. Also wenn ich das nochmal so mache, hatten wir das so, er geht hier rüber, wenn er ankommt, geht er wieder zurück und so weiter. Das haben wir gemacht, indem wir eine Richtung gegeben haben, eine Schrittweite und mit minus 1 multipliziert haben, wenn wir an einem Rand angekommen sind. Gut. Wenn wir jetzt das Ganze schräg machen, haben wir Folgendes. Wir haben eigentlich in jedem Schritt eine X-Richtung und eine Y-Richtung. Das heißt, wenn ich das anschaue, habe ich, sagen wir, in einem Schritt gehe ich 2 runter, 1 rüber. Im nächsten 2 runter, 1 rüber, 2 runter, 1 rüber, 2 runter, 1 rüber, 2 runter, 1 über. Gut. Und jetzt überprüfe ich, bin ich hier angekommen, das kann ich mit der klassischen Art machen. Und das Einzige, was jetzt passiert ist, dass ich nur einen der Werten ändern muss. Nämlich in diesem Fall gehe ich ja wieder zurück. Das heißt 2 hoch, 1 rüber, 2 hoch, 1 rüber. Und das andere ändert, hier ist es ja plus 2 und jetzt gehe ich nach oben, also ist es minus 2. Der y-Wert bleibt aber immer gleich. Gut. Also, und wenn ich hier angekommen bin, überlegt euch selber, wie es dann weitergeht. Und ich denke, so kriegt ihr das einigermaßen hin. Ich zeige das jetzt bis hierher. Gleich im Processing, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt nochmal stoppen und selber herausfinden, ob ihr das so hinbekommt. Gut. Gehe ich mal zu Processing. Gut. Ich habe das schon vorbereitet, wie das Ganze funktioniert, so halb. Ich habe folgende Funktion, das Ganze geht und verschwindet. Gut. Grundsätzlich habe ich das so gemacht, ich habe einen Startpunkt festgelegt für den Kreis, ich habe die Schrittweite festgelegt, also so kann ich es auch schräg laufen lassen, vorher war das in der Schrittweite, glaube ich, eher 2 und 1, wie ich das gesagt habe, und der Radius des Kreises. Gut. Diese Dinge könnte ich auch direkt hier hinein in den Code hineingeben, aber damit ich etwas flexibler bin für später, mache ich das so, dass ich das vorher definiere. Damit ich jedes Mal den Kreis neu zeichne, definiere ich hier immer Background 150. Das heißt, jedes Mal, wenn Draw gezeichnet wird, wird zuerst alles wieder eingegraut in dieser Farbe 150, die ich vorher auch festgelegt habe. Dann zeichne ich den Kreis an der entsprechenden Position. Der Radius mal 2, weil das hier ja der Durchmesser ist jeweils. Und ich habe hier das neue Koordinatenpaar, also x-Kreis ist der alte plus x-Schritt. Ich zeige das nochmal schnell, wie man das auch schreiben könnte. Also, das ist jetzt dasselbe, wie es hier unten steht. Also, ich habe das neue X-Kreis ist das alte X-Kreis plus
die Schrittweite. Und jetzt, wenn ich das mache, habe ich schon gesehen, ich komme ja dann nicht mehr weiter. Mache hier einen einzelnen Zwischenteil noch, den Rest mache ich dann im Video, im nächsten. Wenn ich habe hier jetzt diese Schrittweite, ich überlege mir, wenn Y-Kreis, weil er wird jetzt, das wissen wir von der Aufgabenstellung her, zuerst unten rauskommen, wenn Y-Kreis größer oder gleich Height minus Radius ist, weil ich möchte ja, dass er am Radius oder am Kreis abprallt und nicht am Mittelpunkt, dann, wenn das der Fall ist, wenn er größer wird, dann ist der Y-Schritt, nein, der X-Schritt ist es ja, ist das Ganze so. Das ist die Kurzform. Ich schreibe sie nochmal schnell lang, um es dann wieder rückgängig zu machen, weil ich es gerne kurz habe. Das ist dasselbe wie X-Schritt mal minus 1. Hier muss ich dann, glaube ich, die Klammern setzen. Also, ich lasse das jetzt mal so bestehen. Was ist hier passiert? Wenn Y-Kreis größer oder gleich der Radio ist, dann muss der X-Schritt, der neue, ist der alte X-Schritt, das ist natürlich der Y-Schritt, Gottes Namen. Probieren wir es nochmals. Dann habe ich das natürlich auch falsch erklärt, das ist natürlich, ich habe es vielleicht richtig gesagt, vielleicht auch nicht. Es geht ja 2 runter, 1 rüber, 2 runter, also der X-Wert wird ja hier jetzt ständig geändert. Also, so, das funktioniert jetzt. Ich muss jetzt noch den Code fertig machen, dass er jetzt hier nicht rausgeht, dass er dann oben nicht rausgeht, für den Fall, dass ich oben fertig bin. Und ja, das ist das Ganze, was ich noch machen muss. Okay, viel Spaß, ich werde im nächsten Video den Rest zeigen, wie das geht.